Ja, ich bin ein bisschen überfordert, das merkt man schon hier. Von hinten kommen da welche. Guck mal, hier kommt Verstärkung von denen. Eieiei, also wir müssen den Punkt einnehmen, bevor die dann auch noch da sind. Und da kommen ja noch mehr, da kommen ja noch viel mehr. Also wir müssen jetzt wirklich... Es ist ein Kampf gegen die Zeit, letztendlich. Geschosse bereit zum Einsatz. Boah, ich bin ja echt geneigt, schnell zu rennen. Die sind jetzt an Land gekommen, okay. Ich glaube, ich werde jetzt schnell rennen. Und die werde ich ignorieren. Ich muss jetzt so schnell wie möglich zu dem Punkt hier, damit ich den Punkt einnehmen kann. Darum geht's. Und den muss ich dann einfach halten, letztendlich. Und dann hätten wir diese Schlacht gewonnen. Das ist hier unsere einzige Chance, denke ich, das Ding zu gewinnen. Hier sind welche, okay. Unser General wird angegriffen. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Guck mal, die ziehen sich zurück, als das mit den Speerwerfern, das klappt schon. Geschossinfanterie. So, geht ihr mal auch drauf, bitte. Und ihr kommt mit nach vorne. So, jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Eure Befehle. Hier haben wir auch Gegner. Das wird jetzt super interessant. So, die ziehen sich zurück, das ist gut. Die schießen auf die, das ist in Ordnung. Ihr könnt auch schon mal mitkommen, könnt nochmal schnell rennen, bitte. Okay. Komm damit hierher. Okay, hier sind welche, Okay, wir müssen jetzt hier drauf, wir müssen die erst niederschlagen, glaube ich. Ich erwarte eure Befehle. So, wir machen mal jetzt hier schnell das Vorrücken gleich an. Oh, das sind echt viele. So. Wir müssen aber irgendwie Einheiten hierher bekommen, das ist das Problem. Boah, jetzt kommen die dann auch noch von hinten. Scheiße. Komm da mit hier. Müsst irgendwie hier hinkommen. Oder wir müssen die einfach schnell niederbekommen hier. Und guck mal hier, wir können ja von hinten angreifen. Oh, seht, das habe ich total verpeilt. Das kann man noch machen jetzt hier. Ich mach mal dann gleich noch Hoplitenphalanx an überall. Ah, dann können wir die noch schnell niedermähen. So, jetzt. Jetzt. Wir erwarten eure Befehle. Befehle? Es geht erstmal darum, dass wir die jetzt schnell niederknüppeln hier. Das ist wichtig. So. Kommt ihr mal mit hier? Vielleicht können wir ja mit denen den Punkt einnehmen. Ich probiere es mal. Männer wanken. Ganz ruhig. So, geht ihr auch mal noch drauf hier? Oder schießt man hier drauf? Ja, das ist jetzt scheiße. Hier habe ich nämlich keine Sicherung aufgebaut. Das sind ja alles nur Steinschleuderer, dachte ich, ne? Also die dürften sich doch bald hier alle zurückziehen, denke ich mal. Okay, geht ihr mal noch hier drauf? Hier drauf. Ihr geht hier drauf. Ja, es läuft nicht so ideal, das merke ich auch so. Jetzt hier, komm, mit denen können wir jetzt den Punkt einnehmen. Hoch mit euch. Anni, greift nochmal an hier, schnell. Nein, okay, nehmt den Punkt ein. Nehmt den Punkt ein, weil da kommt jetzt nämlich von hinten. Da bauen wir die jetzt mal so auf. Männer wanken. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich bin ein bisschen überfordert, das merkt man schon hier. Ändert da nichts daran, dass mein Plan gut ist. Ich muss ihn halt nur umgesetzt bekommen. So, die rennen weg. Scheiße. Die muss ich unbedingt besser positionieren. Rennt mal hier hin. Ich habe keinen Überblick mehr. So, wir nehmen aber jetzt gleich den Punkt hier ein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ihr kommt auch mal mit hier hin. So, können wir mit denen irgendwas noch anmachen hier? Nicht wirklich. Ich muss die einfach beschäftigen. So, hier, wir müssen das auf 0 bekommen. Dann hätten wir es gewonnen, Leute. Dann hätten wir es gewonnen. Ich versuche einfach währenddessen ein bisschen wegzurennen hier. Was anderes kann ich eh nicht machen. Aber hier sind auch welche. Könnt ihr irgendwie auch hier hinrennen, zufällig? Aber nee, ich beschäftige die einfach weiter hier. Oder greift die mal von der Seite an. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ihr bleibt hier. Ihr genauso. Wo ist mein General? Ach du Scheiße. Ah nee, dann nehmt ihr Punkt ein. Alles klar. Hey, ich hätte eine andere Einheit zum Punkt einnehmen sollen. Aber wir haben es gleich gewonnen, Leute. Wir haben es gleich gewonnen. Wir haben das gleich gewonnen. Unsere Männer fliehen vor der Ja, nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Das ist ein schändlicher Anblick. 4, 3, 2, 1, 0. Hallo? 0?
Wir haben das jetzt gewonnen, oder? Wir haben nicht gewonnen. Nice! Wir haben gewonnen, Alter. Ich habe total scheiße und gammelig gespielt, aber mein Plan hat funktioniert. Okay, großartig. Alter, war das eine verpeilte Schlacht gewesen. Sorry, Leute, das habe ich auch gesehen. Aber irgendwann hat mein Plan funktioniert, dass wir einfach schnell den Punkt hier einnehmen. Tja. Also das nächste Mal, ich muss ja noch viel, viel mehr Kontrolle über meine Einheiten bekommen. Wir machen aber mal fortfahren. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen was weghauen. Ist ja super. Schlacht wendet sich zu uns. Weil die werden jetzt wahrscheinlich alle flüchten. So drauf jetzt hier. Dass wir noch ein bisschen was hier weghauen können von denen. Also, man hat gesehen, ich war da jetzt total überfordert und so weiter. Ich muss da noch viel mehr Ordnung reinbekommen und so. Das wird über die Zeit aber laufen. Aber es ist schon mal schön, dass der Plan funktioniert hat, dass wir jetzt so schnell die Stadt einnehmen konnten. Weil ansonsten hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, weil da auch noch sehr, sehr, sehr viel Verstärkung unterwegs war. Davon ist zumindest auszugehen. So, geht mal drauf hier, bitte. Nicht schnell, bitte. Alter, das freut mich jetzt natürlich, weil jetzt müsste eigentlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt alles von denen eingenommen haben, das kann ich nicht sagen. Aber das war übel gewesen, weil ich kurzzeitig echt dachte, okay, ich hab's jetzt so krass verpeilt, dass es jetzt hier nichts mehr wird. Das war wahrscheinlich einer meiner schlechtesten Gefechte, die ich jemals ausgetragen habe in einem Strategiespiel, unglaublich. Aber schön, dass der wenigstens der Plan funktioniert hat. So, können wir denn irgendwo noch was angreifen hier? Nicht wirklich, ne? Ja, könnt ihr nochmal drauf schießen, habt ihr keine Munition mehr. Schießt nochmal. Vielleicht geht das ja hin. Ja, ein bisschen was haben sie noch geworfen. Okay, Leute, es kann ja natürlich dann noch sein, dass jetzt bald zu einem Defensivkrieg kommt oder zu einer Defensivschlacht, dass wir das hier verteidigen müssen, aber dann kann ich mich vielleicht ein bisschen besser positionieren. Und wir haben jetzt auch nichts verloren oder so. Wir haben ja nichts verloren. Ich habe auch den General, ich hätte auch gar nicht den General hier drauf schicken dürfen. Ich hätte irgendeine andere Einheit nehmen sollen. Weil der General hätte die unterstützen sollen. Deswegen hatten auch ein paar Leute dann keinen Bock mehr, wollten flüchten und so weiter. Aber gut, so, hier passiert nicht mehr so viel. Ich glaube, dass ich jetzt einfach mal hier wieder einen Cut setzen werde. Weil das jetzt hier nicht mehr so interessant ist. Wir sehen uns dann, wenn die Schlacht sozusagen vorbei ist. Und alle wirklich aus der Karte raus sind. Also, bis gleich. So, Leute, machen wir weiter. Entscheidender Sieg. Wir haben es also geschafft. Müssen wir mal gucken jetzt, wie wir das jetzt hier verteidigen können, weil man kann ja davon ausgehen, dass die dann vielleicht wieder angreifen. Ich hoffe nur nicht, dass sie jetzt auf die andere Stadt gehen. Das wäre ungünstig. Ja, da müssen wir jetzt wirklich schnell gucken, dass wir den anderen General noch hochbekommen. Beziehungsweise die dritte Streitmacht. So, Gefecht beenden erstmal. So. Aber guck mal, wir haben auch mit Abstand mehr getötet als die. Also das lief nicht so schlecht. Ich meine, man muss halt auch überlegen, natürlich war die Aufstellung nicht so super ideal gewesen, aber mir ging es ja darum, möglichst in diesen Punkt zu bekommen und da war das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hätte halt noch schneller reagieren sollen und einer der Pikeniere auf die Steinschleuderer oder was das auch immer waren schicken sollen. Das hätte ja schon ausgereicht. So, niederreißen, unterwerfen, plündern, besetzen. Wir besetzen. So. Ja, die müsste ja erstmal noch gut erwischt haben hier. Wir hungern nach einer Schlacht. Und wir machen jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld. Zwar nicht sehr viel mehr, aber die Stadt muss sich wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen erholen, damit wir mehr Steuereinnahmen generieren. Die Herakleiden. Herakleiden wahrscheinlich, nicht Herakleiden, oder? Die mutigen Männer dieser Armee haben schon viele Siege erlebt. Ihre Courage im Angesicht des Feindes ist noch herausragender, als sie können im Umgang mit Waffen. So, jetzt können wir die Streitmacht hier weiter skillen. Oder das erste Mal skillen. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Treue Verteidiger, plus 1 Barrikade, plus 1 Schwefelgrube, Feuerbälle, Krähenfüße, ermöglicht den Bau mittlerer Belagerungsmaschinen, plus 3% Waffenschaden für alle Geschosseinheiten, 4% Schüsse pro Minute für alle Belagerungswaffen, 5% Nahkampfschaden für alle Einheiten mit Speeren, das ist doch cool. Gucken wir mal noch, wie das noch weitergeht. 10% Nahkampfschaden für alle Einheiten mit Speeren. Das ist cool, wir nehmen das auf jeden Fall, eindrucksvolle Speerkämpfer, das bringt am meisten uns. Nahkampfschaden für alle Einheiten mit Speeren, ja, nehmen wir. So, sehr gut. Die Frage ist halt natürlich, was mit Larisa jetzt passiert. Nicht, dass die jetzt auf die Idee kommen, da anzugreifen. Das wäre ungünstig. Das wäre wirklich ungünstig. Und wir haben wahrscheinlich immer noch nicht genug Kohle für die Kaserne. Hm? Ah ne, die läuft ja noch. Nächste Runde können wir also dann endlich... Ey, wisst ihr was? Ich erwarte eure Befehle. Dann nehme ich jetzt den hier, schick den schon mal hier hoch. Das hätte ich schon mal eher machen sollen. Und währenddessen tun wir den dann hier mal ausstatten. Das würde mir am besten gefallen. Pflicht, Männer.
Ja. Wir werden Athenarien dann als nächstes Krieg erklären, darum ist mir das jetzt egal. Mal gucken, ob sich das summiert über die Zeit, ob wir jetzt minus 50 haben. Ja, minus 55, das wird immer mehr und mehr und mehr. Aber die mögen uns auch anscheinend aus dem Grund noch ein bisschen mehr, weil irgendwas kam jetzt dazu. Ich weiß leider nicht, was es war. Ach, hier, Militäraktion gegen Epirus und Krieg mit Epirus, deswegen haben wir wahrscheinlich nochmal Punkte dazu bekommen. Cool, aber finde ich schön, dass man das so schön einsehen kann und so, das gefällt mir. Wir hungern nach einer Schlacht. So. Ja, aber jetzt eine Einheit rekrutieren. Ich würde mal... Wir können es halt, dürfen es halt auch nicht übertreiben. Am liebsten würde ich ja ein paar von hier abziehen. Oh scheiße, das hätte ich davor machen sollen. Ich hätte davor ein paar abziehen sollen. Aber ist egal, wir tun jetzt erstmal die Runde beenden. Und dann gucken wir mal, was wir dann noch holen und so weiter. Wobei, ich glaube, ich hole hier wenigstens schon mal ein paar Nahkampfeinheiten oder so. Wir müssen halt noch ein bisschen jetzt hier mit den Einkommen und so aufpassen. Ja, das ist wichtig. Blieden. Sperre, nee, wir holen einfach wieder die hier. Die fand ich ja am besten. Seid ihr bereit zu dienen? Holen wir erstmal drei hier davon. Runde beenden. Mal gucken, wie jetzt die Steuernahmen nach unten gehen, wenn die fertig sind. Das würde mich mal noch interessieren. Aber gut, das hat erstmal funktioniert, auch wenn ich mich jetzt nicht so super angestellt habe, aber das Ziel haben wir erreicht. Das ist erstmal wichtig und über die Zeit wird es auf jeden Fall dann besser. Also irgendwann gibt es bei mir auch eine Lernkurve nach oben. Und ich finde es aber ganz geil auch mit diesem Realismus-Modus und so weiter. Haha! Okay, ja, das tun wir jetzt hier manuell ausfechten, den Spaß. Automatischer Angriff. Nehmen wir das hier. So. Also wie gesagt, ich werde so bei 15-20%, wenn ich das verliere, dann werde ich selber kämpfen. Aber so ein Pille-Pille-Palle werde ich nicht machen. So, töten bitte wieder. Und, ja, ich finde das cool mit dem Realismus-Modus, weil im Multiplayer ist das ja auch so und da ist das für mich schon mal so eine kleine Vorbereitung. Es ist natürlich gegen KI nochmal was anderes als im Multiplayer, das ist logisch, aber ich gewöhne mich schon mal dran, nicht Pause drücken zu können und so weiter. Und ich werde auf jeden Fall Multiplayer spielen. Mal gucken, wie gesagt, was da noch so geht, weil der ein oder andere Let's Player, mit dem ich da schon so ein bisschen hin und her schreibe ab und zu, würde da vielleicht in Frage kommen, der auch momentan Roam 2 daddelt und so. Aber da will ich noch nicht zu viel verraten, vielleicht mal gucken, mal schauen, ob das was wird. Aber da werden noch ein paar Wochen vergehen, weil ich habe ja dann den Ehrgeiz, mich da schon halbwegs gut schlagen zu können. Und ja, das dauert halt seine Zeit. So, Galenos, Rang erhöht. Sehr schön. Und verborgener Agent entdeckt. Okay. Hier. Ich erwarte eure Befehle. Die gute Elektra. So gut, dann tun wir erstmal den General upgraden. Hier müssen wir hin. So, wir hatten Krieger als letztes. Da können wir jetzt hier die nächste Stufe von Krieger machen. Was war das hier gewesen? Plus 10% Angriffsbonus für alle Einheiten, nur Armee. Plus 2 Hingabe. Ja, das ist die zweite Stufe. Ich guck nochmal ganz kurz, aber das müsste die zweite Stufe sein. Soldat ist jetzt irgendwie was komplett anderes plötzlich. Keine Ahnung. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, und man sucht sich das quasi hier aus, die Slots, und hier kann man das dann Stufe für Stufe weiter upgraden. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt Krieger Stufe 2 dann hier holen müssen. Okay, ich verstehe, das sind immer nur die Basisdinge. Ja, dann nehme ich doch plus 10% Angriffsbonus für alle Einheiten. Das gefällt mir echt ganz gut. Schön, dann wird das hier so langsam, wird das doch eine ganz solide Armee hier. Es geht natürlich noch sehr viel besser, aber das wird schon noch. Jetzt haben wir eigentlich hier noch trinkfreudig. Lache und die Welt lachte, wenn du dein Getränk verschüttest. Minus 1 Autorität, plus 2% Moral für alle Einheiten. Das ist lustig, dass ihr Moral dazu bekommen. Plus 2 öffentliche Ordnung pro Runde, lokale Provinz. Oh, das ist auch cool. Ey, das ist richtig cool, weil das lohnt sich ja dann gerade, wenn man mit denen halt wirklich viel erobert und so weiter. So, Larissa können wir jetzt auch weiter ausbauen. Aber ich würde davor lieber die Armee erstmal noch ein bisschen verstärken. Wir machen nur noch 790. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, so langsam. Ich würde da wesentlich gerne Athenai noch einnehmen. Wir dürfen es jetzt nicht übertreiben. Also jetzt können wir Kavallerie holen. Puh. Die Frage ist, Athenai, ich glaube, ich schicke dann schon mal meine Spionin hin. Wir würden vielleicht auch erstmal ohne Kavallerie auskommen, hä? Wir hungern nach einer Schlacht. Ich schicke den jetzt erstmal hier hin. Stellt Wachen auf! Zu euren Diensten. So, da hätten wir uns erstmal jede Stadt halbwegs gesichert und jetzt müssen wir das erstmal ein bisschen unter Kontrolle bekommen mit den Einnahmen und so weiter und dann werden wir Athenai angreifen. Ich glaube aber fast, dass ich mich wirklich jetzt erstmal darum kümmern werde, dass wir noch ein bisschen mehr Geld machen wieder. Bevor ich jetzt auf Athenai gehe. Wie sieht's eigentlich Epirus jetzt aus? Was haben die denn noch?
Ich guck mal eben. Das muss man da irgendwie... Ja, das gehört zu Rom. Das ist logisch. Sparta, Sparta, Sparta. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen schön aus, die Karte. Ich weiß nicht, ob Papyrus existiert. Vielleicht muss man wirklich auch erst die Armeen von denen dann niederschlagen. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Gebiete noch haben. Kann man es jetzt irgendwo anzeigen lassen? Diplomatischer Status, öffentliche Ordnung. Das ist auch mal ganz interessant. Das sieht aber noch ganz gut aus. Regionswohlstand. Ist nicht so toll. Regionswachstum. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir die Stadt jetzt erstmal noch verteidigen können. Und ich versuche jetzt nochmal die Spionen hier einzunehmen. Die haben die ja extra jetzt geskillt dahingehend. Attentat, Manipulation. Oh, guck mal, wir haben jetzt 85%. Also jetzt muss es so langsam mal klappen. Aparte hat mich vieles gelehrt. Na komm. Okay, behindert. Also sie kann jetzt nichts machen. Schade. Gut, aber besser als nichts auf jeden Fall. So kann die wenigstens unsere Streitmacht nicht irgendwie wehtun oder so weit. Das war auch, glaube ich, auch der Grund gewesen, weswegen wir, ich glaube, in der ersten Folge war das, wo wir hier gerade nach Norden laufen wollten, ich meine Streitmacht nicht bewegen konnte, weil die da so ein Spion dafür gesorgt hat, dass man die nicht mehr ziehen kann oder keinen Zug mehr machen kann. Ja gut, hier können wir erstmal auch nichts holen. Ich glaube aber, ich werde das Geld jetzt mal noch ansparen und jetzt erstmal auch noch keine Kavallerie holen und eher dafür sorgen, dass wir Larissa dann die Stadt noch erweitern. Das machen wir erstmal... So, sieht man das jetzt wieder? Sehr schön. Und dass wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir mal ein bisschen mehr Steuereinnahmen und so weiter dazu bekommen. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt die Steuern erhöhen sollte mal. Gesamtausgaben. Händler ist minus 2. Jetzt danach geht, muss ich das sogar so hier machen. 720. Was ist, wenn wir es ganz hoch machen? 941. Ne, wir machen jetzt 720. Also die Ordnung will ich im positiven Bereich haben. Da muss ich mal gucken, wie man denn die Ordnung, was das für Auswirkungen hat, wenn die nach unten geht. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwie einen Handel zu betreiben. Noch mit Athen haben wir schon. Und die restlichen sind leider nicht in der Lage, mit uns Handel zu betreiben. Das ist schade. Das ist wirklich schade, aber das kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Aber Epirus existiert auf jeden Fall in irgendeiner Form noch. Aber die haben nur noch das Schiff. Die haben nur noch das Schiff, so wie es aussieht. Dann müsste Epirus wahrscheinlich schon weg sein, das könnte sein. Na gut, wir beenden erstmal die Runde und dann gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall ist alles erstmal halbwegs gesichert, was mich freut. So viel zum Thema Athen Krieg erklären. Da müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen besser drauf vorbereiten. Die sind besser ausgerüstet als Epirus. Wir hungern nach einer Schlacht. Alles klar, Runde beenden. Ich glaube, wir werden es erstmal jetzt wirklich so machen, dass wir erstmal schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Geld wieder reinbekommen, die Städte noch ein bisschen ausbauen, also ganz in Ruhe und das jetzt vorbereiten, dass wir dann Tenian Krieg erklären. Man darf halt nicht vergessen, auf Legendär sollten wir wahrscheinlich wirklich auf Nummer sicher gehen, gerade als Let's Play, mir das schon wichtig, wenigstens ein paar Folgen jetzt durchzuhalten. Und die greifen uns auch noch an, ja, das ist bedeppert schon wieder, machen wir wieder automatischer Angriff. 98%. So. Tja, dass das Boot gesunken. gemacht hat. Da reicht halt schon ein spartanischer Kriegsschrei aus, um ein ganzes Boot zum Sinken zu bringen. Das finde ich großartig. So, Gefangene töten, ja. Wir können die vielleicht auch versklaven. Wird man halt mehr Geld machen. Ja, geht halt die öffentliche Ordnung nach unten. Aber ich denke, letztendlich machen wir wahrscheinlich dann mehr Geld damit, wenn wir die Steuern senken, aber dafür Sklaven haben, könnte ich mir fast vorstellen. Ich weiß es nicht. Die Spartaner waren ja auch so ein Volk, die viele Sklaven hatten. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie einen Bonus drauf haben oder so. Ich versklav die jetzt einfach mal. Und guck mal, was passiert. Ob jetzt sollte ich mehr Geld machen oder nicht. Ich habe jetzt leider, ich glaube 700 waren wir irgendwas in dem Bereich. Und ich glaube, so entstehen dann die Slums. Aber die können wir, glaube ich, dann immer noch abreißen, notfalls. Aber so dürften dann die Slums entstehen, den Städten, die dann auch die Ordnung dann verringern und so weiter. So, ich setze mal wieder einen Cut. Na, hier, also, bis gleich. So, Fraktion vernichtet. Ihr habt diese Fraktion zerstört. Okay, Epirus ist hiermit weg vom Fenster. Großartig. Seuche. Wo denn? Okay, Athenia. Also, da müssen wir aufpassen, dass, ja gut, aber das werden uns den nicht annähern oder so, aber das ist eher interessant, wenn es der Feind ist, dass man die nicht gleich in dem Moment angreift. So, wie sieht's eigentlich aus jetzt mit den Zielen hier? Haben wir das jetzt noch nicht gelöst? Wir haben doch die letzte Siedlung erobert. Epirus. Nee, haben wir noch nicht, hä? Doch, haben wir. Dann müssen wir das Geld aber dann spätestens nächste Runde dann bekommen. Ich hoffe es zumindest. Haushalt erweitert sich.
Dieser Charakter hat bereits einen vollen Haushalt ersetzt, in Gruppe schicken. Haushalt erweitert sich. Ja, egal. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. Mein Können steht euch zur Verfügung. Forschung abgeschlossen. Okay, dann gucken wir erstmal Technologie jetzt hier. Okay, das ist noch in Entwicklung. Astronomie. Ich weiß nicht, wenn wir hier als Steuersatz plus 2%. Wir nehmen jetzt erstmal das hier, würde ich sagen. Was ist denn das hier dann noch? Plus 2% öffentliche Ordnung. Plus 3% Steuersatz. Natürlich auch nicht so schlecht. Aber wir können vor allem bei beiden nichts bauen. Ich weiß ja nicht jetzt, was das plus 10% Wohlstand durch Kulturgebäude uns bringt. Ich glaube, ich werde sogar hier runtergehen. Wir werden jetzt erstmal das hier machen. Rechtliche Dokumentierung. Machen wir erstmal das, dass der Steuersatz noch ein bisschen nach oben geht. So, Sparta, können wir hier noch irgendwas bauen? Nein. Guck nochmal. Was brauchen wir denn, um das auf Stufe 3 zu bringen? Architektonische Fortschritte brauchen wir dafür. Kann ich auch, glaube ich, einfach drauf drücken, ne? Konstruktion. Steuerarbeit. Plus 1 Wachstum in allen Provinzen. Ah, hier, das brauchen wir dafür. Das dauert eh lange. Also das kann man erstmal noch abschminken, denke ich. Ich mache das jetzt erstmal weiter mit Philosophie. So schnell kann das nicht sein. So, ich gucke nochmal ganz kurz Larisa. Und da könnten wir jetzt Gehöft 4 nach 45 Wohlstand durch Landwirtschaft. Plus 2 öffentliche Ordnung pro Runde verbreitet hellenische Kultur. Und wir kriegen eine Garnison für spartanische Jugendliche. Nee, ich mach mal hier Gehöft. Dass wir noch ein bisschen mehr Nahrung bekommen. Ich denke, das passt erstmal. So. Ah, guck mal hier. Apollonia ist ja richtig groß. Da haben wir ein Musterungsfeld. Oh, wir haben 2 Musterungsfelder. Das ist ja total unnötig. Da können wir das eine auflösen, würde ich fast sagen. Da lösen wir eins davon auf. Hier klicken wir mal das abzuweisen. Umbauen, auflösen. So. Dauert eine Runde und dann werden wir das auch mit irgendwas anderem ersetzen. Stufe 2 machen wir es dann auch gleich. Das machen wir dann, wenn wir nächste 3-4 Runden oder so. Gut, aber mehr können wir erstmal wieder nicht machen. Wir haben nur noch 600. Wir können höchstens mit unserem Spion noch mal ein bisschen rumschauen. Ich schau mal eben. Wie kann ich euch dienlich sein? Na, die Frage ist nur, worauf wir da gehen wollen. Das ist halt jetzt... Ich weiß halt nicht. Das macht jetzt nicht so viel Sinn wahrscheinlich. Die Frage ist, wann wollen wir Athen den Krieg erklären, Leute? Da würde ich halt gern die Streitmacht davor noch ein bisschen ausbauen. Weil das hier sieht schon ziemlich mächtig aus und das zählt ja mit dazu. Das ist, ja, das ist Athen. Ich mach erstmal nichts zur Runde.